Hallo zusammen, ich versuch's mal wieder mit einer Live-Kommentierung vom Rocket. Dienstagabend, Viertel nach sieben, muss es natürlich wieder versuchen, nachdem ich bei der letzten Monatsmission ja leider gescheitert bin, beziehungsweise einen Platz unter den ersten sieben nicht erringen konnte. Also neuer Antritt, neuer Versuch. Bisher habe ich in dieser Woche schon zwei Ergebnisse knapp über 500. Das ist schon mal ganz solide. Aber es wäre natürlich richtig schön, wenn wir jetzt mal so ein Ding 600 aufwärts raushauen könnten. Naja, und dazu brauchen wir natürlich einiges an Bildern, aber lieber die vier Buben als jetzt hier das Pärchen aus dreimal Dame König. Ja, das ist ja auch mal eine ungewöhnliche Konstellation. In seinem Skatleben sieht man ja viele Bilder, aber so schön symmetrisch auch nicht so oft. So, natürlich keine große Überraschung, dass Spieler 2 hier erstmal einen Gang losmacht. Jungs stehen verteilt. Dann hat er hier in Kreuz schon mal den Doppelläufer, beziehungsweise schnappt zumindest erstmal beide Bilder. Ja, und wo ich jetzt auch noch beide Pikvollen habe, mal gucken, ob wir überhaupt rausgerobbt kommen. Da brauchen wir wohl noch zwei Stiche für. Was also fällt meinem Partner jetzt ein? Rühr dich Herz zurück, macht nichts kaputt, zeigt natürlich auch dem Alleinspieler, dass Herz artig steht. Ach, guckt euch das an, und Karo hatte auch noch Ass 10 Lusche. Ja, alles steht hier 2 zu 2. Kreuz, Herz und Karo, also einer von der besseren Sorte. So, und Rocket-Zeit heißt, alle Rohre werden geflutet, volle Kraft voraus. Das ist nicht mehr kontrollierte Offensive, das ist ungebremste Offensive, und das heißt natürlich, 24 muss ich hier auch reizen. Das würde man sich sonst in Mittelhand womöglich etwas genauer überlegen, ob man das wirklich bis zum Anschlag durchpeitscht hier. Sind ja schließlich nur 5 Trümpfe ohne Kreuzbuben und ein Seitenass. Aber hier im Rocket, da müssen wir auch solche Spiele nehmen, die vielleicht nur so eine Gewinnchance, ja, knapp über 50% würde ich ihm schon geben, ne? Irgendwas findest du noch. Herz 10 kannst du drücken, die Gegner spielen ein bisschen dusselig, da wird schon irgendwas zusammenkommen. Ja, das war jetzt natürlich absolut keine Verstärkung im Skat, also die erste Chance, wir finden was, die ist schon mal nicht aufgegangen. Jetzt kann man fast überlegen, die Herz 10 im Blatt zu halten. Wir kommen natürlich in Mittelhand gnadenlos zu kurz, aber vielleicht spielt da mal ja jemand blank aus und Herz wird hochgespielt. Nee, aber ich mach's lieber so, 14 Augen runter. Da bin ich ein bisschen flexibler. Man weiß es eben nicht so genau. Das ist ja das Schöne. Heißt natürlich aber auch, dass ich hier in Karo erstmal sofort losschnippel. So, Herz ist raus, aber was ist mit Karo? Also an sich hat mir der Auftakt gefallen. Herz König freigespielt, einmal eingespielt worden. Gut, jetzt will er natürlich einmal stechen. So, und das sollte natürlich idealerweise nicht der letzte Trumpf gewesen sein, der da vorgestochen hat, wenn Trumpf jetzt 4 zu 2 steht. Aber so ist es. Doch, so ist es. Der Zweitrümpfer kann hier in Herz stechen und damit bin ich natürlich rasiert. Ja, ich hätte jetzt auik abschmeißen können, aber ich komme ja dann an die Pik 10 ohnehin nicht dran. Hier sind noch zwei Trümpfe. Das also zu dem Thema. So, und jetzt kommt ein Spiel, was ein bisschen besser aussieht. Gut, jetzt muss natürlich auch schon alles zusammenlaufen, damit in dieser Liste noch was geht. Und das ist interessant. 33, ich habe doch selbst den Pik ohne 2. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Wäre eigentlich eine Überraschung, wenn da gut drin liegt. Doch, es liegt noch eine Piklusche. Es liegt noch eine Piklusche. Komme ich ja fast auf die Idee, mal die Herz 10 mitzudrücken, falls der wirklich 5 Trumpf hatte und dann vielleicht nur ein Herz oder so. Ich glaube, wir machen das mal so. Wegen der 33er Reizung tue ich mal die Herz 10 in den Bunker. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ehrlich ist Spieler 2? Ja, er ist ehrlich, er hat die 5 Trumpf in Pik, eieiei. Dann hoffe ich doch jetzt mal, dass er überhaupt ein Stück Karo mit dabei hat.
Und natürlich, wenn es geht, auch noch ein Kreuz vollen. Irgendwie sowas. So, was haben wir gedrückt? 13, ne? 24. Karo Ass direkt ziehen. Ja, komm, testen wir gleich. Der muss ohnehin laufen. Das sieht gut aus. 24, 38. Naja, was heißt gut? Sieht gut aus, ne? Der Mann hat noch Kreuz Pik Karo Bube. Kreuz Ass hat er auch nicht. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Er zieht einmal den Karo König. Damit habe ich zumindest noch einen Stich extra gewonnen. Denn jetzt muss ich natürlich hoffen, dass die Kreuz 10 bei Spieler 2 ist. Denn das hier ist jetzt mein letzter Stich. Danach hat er noch die drei Buben. Ja, er hat die Kreuz 10 und es war genau goldrichtig, die Herz 10 zu drücken, wie wir hier sehen können. Denn er hat 5 Trumpf und genau ein Herz. Also die 33er Reizung hat es verraten. Ja, im Spiel davor habe ich womöglich einen Tick zu weit gereizt oder sagen wir Unglück, aber das war jetzt mit genau dem richtigen Riecher hier gegen 5 Trumpf 63. Also da klopfe ich mir hier mal einmal auf die Schulter und sage, huh, das hätte ja auch übel ausgehen können. Ja, und jetzt hier wieder vier Könige. Vier Könige. Ich, Leute, ich liebe euch, wenn ihr denn die Krone abnehmen würdet. So, ein Grang. Und mein Partner schont hier schon mal ein Auge. Hat der etwa zwei Buben? Das würde diesem Grang vermutlich nicht so gut bekommen. Das sieht erstmal vernünftig aus. Ja, eigentlich muss Spieler 3 ja noch den letzten Buben haben. Ja, hat er auch. Hat er auch. Und normal werden wir jetzt auch gar nicht mehr so viele Stiche machen. Also ich glaube, ich kann mir hier den Kreuzkönig ruhig blank stellen. Der wird gleich ohnehin noch abgezogen werden. Oder es kommt erst die Herzbatterie. So. Eieiei, kommen da viele Herzen. Und mein Partner macht den letzten Stich. Ja, aber der war dann doch ein bisschen zu solide. Drei Jungs und eine Herzflotte, fünf Stück. Oder was hatte er da gehabt? Ich glaube schon. Da konnten wir einfach mit nur drei Stichen nicht so richtig was machen. Ja, und hier irgendwie. Wieder vier Bilder, aber wieder nicht die richtigen. Bisschen ist die Luft erstmal raus. Okay, vielleicht holt das Spiel gerade noch mal so einmal tief von unten Luft, um dann noch mal durchzustarten. Man weiß es nicht. Das hat geschmeckt. Krankhand, ja, ist es denn die Möglichkeit? Ein schönes Spiel hier nach dem anderen. Aber die meisten sind nicht in unserer Hand. Die Farbe spielen wir einfach zurück. Was hat er sich dabei gedacht? Ja, und da durchgespielt. 24, nee, er hat auch nur ein Karo. Ja, nicht vorstellbar eigentlich, dass er in der bestellten Herz 10 noch sitzt. Ne? Kann man sich nicht vorstellen. Aber bei 24, 31 haben wir, wie sollen wir einen Granghand schlagen? Ja, war ja klar. Aber raus ist raus und ein guter Zwischenspurt von Spieler 3. Ja, jetzt bin ich natürlich bereit, hier nochmal ein bisschen mitzutun. So Karo ohne 3 mit einem Seitenass, aber ich habe 4 volle und einen Buben in Vorhand. Also ich sag mal so, da kann ich hier noch mal ein bisschen auf der Rasierklinge reiten. Ich habe meinen Euro-Abreiz-Geld dabei und will zumindest noch mal ein bisschen Paroli bieten hier. Na gut, okay, dann hat Spieler 3 vielleicht doch ein wenig zu viel, also ausreizen bis 36 will ich das Ding nicht, aber jetzt nur so ein einfaches Farbspiel, Pik oder Kreuz oder Herz, wollte ich dann auch nicht unbedingt sehen. Da hätte ich sonst neugierig, wie ich bin, nochmal in den Skat geschaut und gehofft, dass es mit dem fünften Trumpf und vielleicht einer weiteren passenden Karte in Vorhand gewinnbar gewesen wäre.
So, was kommt jetzt raus? Ein Pik. Ein Piccolino. Gut. Kurze Farbe mache ich beide nicht so richtig anfassen, greife ich in die längste Farbe. Okay, waren jetzt nur 11 Augen, nicht besonders günstig, dass ich die Lusche getroffen habe, aber wenn du aus der 10 zu dritt spielst, dann ist die Lusche Nummer korrekt. So, wahrscheinlich mit 3. Und so ist es auch. Ja, dann würde ich mal denken, 6 Trümpfer sehen wir hier auch. Ein Karo dabei, dann hat er noch einen Drilling, ja, ein Herz, wie es ausschaut. Herz da mit 10 noch dabei. Ja, kommen wir halt raus, ne? Aber auch wenn ich irgendwie direkt mit Karo 10 losgetrommelt wäre, dann wären es nur 10 Augen mehr, die nützen uns auch nichts. Herzstand 2-2, Trumpfstand glatt. Also auch das ein souveränes Spiel. So, zweite Hälfte dieser Liste. Ich würde sagen, jetzt komme ich noch mal. Und jetzt muss es aber auch losgehen. Und das war natürlich wieder nicht so richtig erbaulich. Pik 4 Trümpfer können wir spielen, aber ich denke, hier im Rocket muss das jetzt ein Gang werden. 20 runter, die 3 Asse, 53, Kreuz König, wenn der läuft, 60 mit der Dame. Ein Bild noch irgendwo her. Es darf jetzt natürlich idealerweise nicht irgendwie Pik doof sitzen und auf Pik schon einiges abgeworfen werden. Aber dass die 10 gedrückt ist, das wissen die anderen ja auch erstmal noch nicht. Ja, Pik steht 2-2, okay, das ist schon mal gut. Denn dann scheint auch die Restverteilung gut zu sein, und da kriegen wir schon mal zwei Bilder sogar, die wir nicht eingeplant haben, auf 38. Dann geht das Kreuz Ass auf 49, und dann ziehen wir erst noch mal den Kreuz König zwischen. Denn mit dem Herz Ass alleine langt es ja noch nicht. So, 56, Herz Ass raus, und das reicht. Mehr will ich hier auch gar nicht wissen. Karte stand ganz artig. Ja, und das ist es vielleicht, der Auftakt zu einem großen Schlussspurt? Nee, so sieht das Material aber nicht aus, mit der sich eine Schlussoffensive starten lässt. So, Karo hat er gleich nicht. Ist das denn zu fassen? Ja, Karo 10 ist aber, man geht ran wie Blücher hier. Gut, ich kann den weder hoch vorstechen, noch habe ich irgendeinen sinnvollen Abwurf. Also, ich weiß nicht, da Karo 10 war jetzt wirklich sehr offensiv. So, ich jetzt mal Karo König, hätte es vielleicht auch getan. So, gucken wir mal, ob wir in Kreuz vielleicht die einfach gestellte 10 rausholen können. Nee, nicht der Fall, denn der Alleinschwert das Ass. Gut, und dass er hier die letzte Pik-Lusche zieht, deutet darauf hin, dass er selber Herz-Ass auch noch hat. Denn das war der letzte Trumpf, und gut, Herz 10 bei meinem Partner noch, ja, kommen wir also raus. So, Spiel 9. Ich stehe ziemlich abgeschlagen, muss ich sagen. Und das heißt natürlich, das Ding hier muss jetzt auch noch mal losgehen. Ein Bube drin? Nee, zweimal vierte Farbe, Pik, Dame und König. Also manchmal gibt es so Tage, da weißt du auch, dass es irgendwie nicht soll, nicht hätte werden sollen, wie auch immer. So eine Findung sagt einem ja schon, dass der Wurm ein bisschen drin ist. Ich meine, ich glaube, ich mache immer noch den Gang. Was soll ich sonst machen? Da drücke ich 7 oder drücke ich 14? Ach was, ich drücke jetzt einfach mal 7 und spiele den Krang, und ich glaube, ich gehe auch nicht mit dem Buben los, sondern versuche mal hier in Kreuz mein Glück, den Doppelläufer mit beiden Bildern, der wäre schon sehr wichtig. So, 35, das ist doch schon ganz cool. Oh, da haben wir schon 50, ja, dann kann ich natürlich doch nochmal schnell Karo Ass ziehen, auf 61, wenn der läuft. Jawohl, und dann bin ich doch frei wie ein Vogel. Ach komm, dann ist es egal. Spielen wir Herz 10. Guck, und da wollte er mich anschmieren mit dem König. Auch ein alter Trick. Habe ich ja noch nie gesehen. Dann haben wir 71. Gut, ich glaube, es gibt nichts mehr, ne? Wir wollen die Sache hier nicht aufhalten, nicht verzögern. 205. Drei Spiele noch. Alle zu mir, dann kann das noch was werden. Natürlich gewonnen.
aber irgendwie habe ich das Gefühl, Spieler 3, der sitzt die ganze Zeit auf der Lauer, macht wenig Spiele, aber die sind fett und ja, ein bisschen Glück macht er noch ein fettes Ding und dann hat er ein sehr gutes Ergebnis. Ja, als dritter Mann hier, das wäre ja abreizen total, das machen wir nicht. Jubeln wir Spieler 3 hier mal ins Ziel, aber versuchen natürlich vorher, ihm noch ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Kreuz bei 24, also überreizt hat er sich schon mal nicht. Das steht fest und ansonsten sagt uns das noch nicht so besonders viel. Gut, Karo 10 kriege ich heim. Kurze Farbe, mal gucken, ob die Übergabe klappt, das wäre natürlich gut. Wenn er den jetzt bedienen muss, dann könnte mein Partner weiter Karo bringen. Jawohl, 25, das sieht gut aus. Da ist das Karo Ass. Dann würde ich sagen, einmal Herz Dame abschmeißen. Den wird er wohl nicht gewinnen, ne? Oh, wieso kommt denn jetzt nicht Herz? Ich meine, wir haben 57, von daher wird er das Spiel nicht gewinnen. Trotzdem wundere ich mich, dass da jetzt nicht die Chance für mich ist, nochmal Herz überzustechen. Ah, da war auch nichts zu holen in Herz. Ja, es ist nicht so schlecht. Spieler 3 eingefangen. Der hatte lange Geduld, aber irgendwann musste er es auch versuchen. Das Spiel ging nicht. Und damit stehen wir hier relativ ausgeglichen wieder am Tisch. Sieht nicht so aus, als ob einer hier das große Ergebnis, das gewünschte Ergebnis, 500 aufwärts, 600 oder wohin die Reise gehen soll, mitbringt. An diesem Tisch halten wir uns gegenseitig in Schach, wie es ausschaut. Aber zwei Spiele sind noch. Ja, und ich muss jetzt natürlich hinten raus auch noch mal einen losmachen oder zumindest versuchen, dieser Karo ohne 5, den kann man schon mal durchziehen, ne? Frage ist nur, wie weit wollen wir ihn ziehen? 45, ja. Vorhand muss natürlich auch was tun. Kann sein, er hat 4 Jungs, dann komme ich hoffentlich sowieso nicht dran. Kann sein, er reizt einfach einen Springergrang. Haben wir auch alles schon gesehen. Also ich werde ihm das nicht leicht machen. Ich ziehe mein Karo ohne 5 hier durch. Ist natürlich kein gutes Spiel, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber in dieser Situation würde ich sagen, ist es taktisch geboten. Geradezu zwingend, aber ich komme nicht ran. Und für 54 werfe ich dann doch das Handtuch. Dann darf Spieler 3 uns noch mal zeigen, womit er hier 54 gehalten hat. Ja, er hat wohl Buben, ne? Wenn das jetzt ein Kreuz ist, dann wird der mit 4 sein oder mit 3 und still im Schneider. Dann hat er also die Handvoll Bauern. So, da gucken wir jetzt mal ganz genau drauf. Ich glaube, Pik Lusche kann ich fallen lassen. Wird wohl der Sechstrümpfer sein mit Karo Bube noch. 21 machen wir hier. Da klappt er die Karten auf, nach dem Motto, überleg nicht so lange, gut, dann nehmen wir raus, Schneider frei, sind wir hier, alles klar. Der war zu gut. Ja, dann wird das wohl nichts mehr, ne? 2,45, selbst ein sattes Spiel bringt mich nicht richtig voran. Nehmen tue ich es natürlich trotzdem noch, oder versuchen tue ich es noch, hier Kreuz ohne 3. Gut, 48 habe ich. 48 kann ich, Kreuz ohne 3, das ist mein Spiel. Spieler 2 hat dann wohl einen einfachen Grang in Mittelhand gereizt. Und das heißt, nur bitte jetzt nicht einen Buben finden. Okay, war auch jetzt nicht so pralle. Beikarte mies, aber das sieht ja so aus, als ob Spieler 2 dann nur die beiden Alten hat.
Nee. Eieiei, das ist aber nicht schön. Nee, das ist zu wenig. Also, Herz kann ja sein, wenn der 2-2 steht, läuft es ohnehin ganz gut. Jetzt steht er aber nicht 2-2 und wenn jetzt Spieler 2 da noch einen Überstich generiert hat mit dem alten, dann ist es natürlich dusselig. Aber dann kann ich wohl ohnehin nicht gewinnen, ne? Trumpf 3-1 steht und Herz 3-1 steht, dann ist dieser 7 Trümpfe einfach nicht zu gewinnen. Die Vollen hat natürlich auch Spieler 2, zumindest genug, um da reinzuwimmeln. Dann habe ich hier nochmal 40 in die Runde verteilt und darüber freut sich natürlich besonders Spieler 3, der damit immerhin auf 478 Punkte kommt. Bei mir stehen noch 99, das ist relativ schlapp. Und auch das zweite Verlustspiel. Also ich verliere am Anfang eins, ich verliere am Ende eins. Gut, so ist es beim Skat. Es gibt gute Tage und es gibt solche Tage. Ich lasse mich natürlich nicht ermutigen und das solltet ihr auch nicht tun. Nach jeder Klatsche beim Skat einfach die Erfahrung mitnehmen und dann gestärkt aufstehen und in die nächste Schlacht ziehen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend, viel Spaß, bleibt dran und wie immer, gut blatt.